Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Weihnachtschallenge. Dies ist Teil 6 und alles Gute zum Nikolaustag euch allen. Ja, weil Nikolaustag ist, sollten wir uns auch irgendwie was besonders Nettes, Leckeres einfallen lassen. Ich habe auch schon eine Idee, aber jetzt schicke ich erstmal Mounts auf die Federjagd. Und was macht Renny? Schläft Renny? Ich guck mal, ob ich Zwockel hier ausschicken kann. Nein, ob Zwockel Renny ausschicken kann. Okay, dann sind die schon mal beschäftigt. Und wir können hier schon mal Bilder verkaufen. Ach, ich lasse sie erst mal essen. Ja, und meine Idee wäre, dass Christkind vielleicht mal was backt. Es gibt so Zuckerkekse und so. Das wäre dann wie Weihnachtsgebäck. Und das könnte man dann den Gästen anbieten. Wunderbar. Das schiebe ich jetzt mal hier dem Zwockel in sein Inventar. Ja, geh mal auf die Toilette. Ah, ich habe es übrigens geschafft. Du solltest schon auf die Toilette gehen. Toilette und Badewanne voneinander zu trennen, das ging, weil ich diesen Turm einfach eins weiter vorgezogen habe. Dann hatte ich hier Platz für zwei Türen neben dem Kühlschrank und konnte zwei getrennte Räume machen. Und jetzt kann einer baden und trotzdem kann einer auf die Toilette gehen. Und erfahrungsgemäß kommt es dann kaum noch zu diesen Beschämungsproblemen. Und weil hier noch Platz war, habe ich das Katzenklo da reingestellt. Und die Futterschüsseln habe ich hier so über Eck verteilt. Ist vielleicht auch besser, weil Renny sich beim Essen immer so breit macht. Und dann hat Mounts hier auch noch Platz, was zu essen. So, jetzt, Christkind. Du bist praktisch, ja, so gut wie neu. Alles im Grünen. Back mal, ich würde sagen, eine Portion Fertig-Brownies und eine Portion Zuckerkekse. Und die stellen wir dann hier zu den Getränken dazu. Da. Und dann machen wir einen Gartenverkauf und rufen dann zum Essen mit den Keksen. Und na, das kommt bestimmt ganz gut. Das Geschenk könnte man hier auch mal dem Zwockel geben. Feli ist noch müde. Und Elfi hat die halbe Nacht durchgemalt. Elfi, verkauf die doch einfach mal beide. So. Jawohl. Ja, sehr gut. Dann, oh, du bist glücklicherweise noch nicht so müde. Darum malst du mal ein selbstsicheres Gemälde, damit du mit deinen Pünktchen weiterkommst. Und dann darfst du gerne einen Großteil des Tages verpennen. Ach, 1500. Wie viel braucht man denn für dieses Markttauglich? Hoffen wir mal, dass das Keksebacken gut geht. Markttauglich. 1500. Ja, dann muss sie schon noch ein bisschen weiterkommen mit ihrem Bestreben. Na, das schafft sie auch schon. Landschaftsbild malen. Bringt 25 Punkte. Ein Quietschspielzeug kaufen. Naja, die kosten nur 5 Simoleons. Das können wir mal machen. Das ist ein günstiges Geschäft, glaube ich. So, ein Quietschspielzeug kaufen. Hier, freuen sich unsere Tiere. Ja, 50 Pünktchen. Sehr schön. Die Kekse. Wunderbar. Hast du gut gemacht. Und jetzt machst du nochmal Zuckerbrownies. Zuckerkekse. Und ich versuche die mal hier da an unseren Stand zu schieben. Und die Katze hängt unterm Tisch fest. Machen wir hier nochmal Vögel jagen. Oh, und Zwockel sollte dann natürlich auch mal Renny baden.
Aber vielleicht könnte Renny erst noch mal hier ein bisschen was ausbuddeln. Sehr gut. Und der Zwockel, mal gucken. Der muss dann auch mal selber baden oder duschen. Vielleicht lasse ich ihn oben duschen. Ich glaube, das geht deutlich schneller. Ah. Ja, sie hat jetzt nicht nur ihr selbstsicheres Gemälde gemacht, sondern auch malt auch gleich noch ein anderes. Das lassen wir sie auch noch fertig machen. Ja, du brauchst nicht hochrennen, Mounts. Wie mühsam sie da die Treppen hochsteigt. Ah, die Kekse. Sehr gut. Und dann müssen wir noch gucken, dass Weihnachtsmann mal fit wird. Der braucht noch eine Weile. Vielleicht lassen wir Christkind einfach mal eine Runde Gäste empfangen. So. Jetzt warten wir aber erstmal Elfie ab. Die ist nämlich fast fertig. Gut, jetzt verkauf die mal beide. Und dann darfst du dich in dein Bett legen. Und richtig schlafen. So und so. Wir haben jetzt schon 6370 Simoleons. Das ist doch ganz gut. Geh mal schlafen, Elfie. Und Feli wird bald aufwachen. Weihnachtsmann braucht noch ein bisschen. Der braucht dann auch noch was zu essen und baden und so. Darum, Christkind. Ein Haufen, ein Haufen. Hurra. Machst du hier mal Weihnachts. Oh. Komm mal schnell her und bring mal der Mounts bei, dass die hier nicht das Menschenessen essen soll. So. Miau, miau. Ja, und jetzt mix mal ein Getränk. Wir können es auch mit der Limonade probieren, weil die ist billiger. Die schmutzigen Gläser, die bringen dann trotzdem genauso viel. Und es muss ja nicht unbedingt ein rotes Getränk sein. Ja. Ja, das ist jetzt mehr so durchsichtig. Ist auch in Ordnung. Gut, Hauptsache ist ein Getränk im Angebot. So, du kannst mal den Stand bedienen. Ja. Und dann den Gartenverkauf beginnen. Und ob sie dann hier noch zum Essen rufen kann? Wahrscheinlich müssen wir dann jemand anders schicken, der zum Essen ruft. Aber momentan ist ja auch noch niemand da. Oh, das Waschbecken ist kaputt. Zwockel, das wäre was für dich. Du kannst sowas. Die anderen können das nicht so. So, Barlin. Na, du bist ja so gut wie neu. Ah, ihr hattet mir übrigens auch gesagt, dass man einen First Snow Mod installieren könnte. An den hatte ich auch schon gedacht, muss ich sagen, weil ich habe den schon bei anderen gesehen. Vor allem letztes Jahr habe ich den oft gesehen. Und ich dachte mir, ja, den installiere ich dann, wenn Dezember ist. Ich habe jetzt mal geguckt und ich habe leider keine für mich ausreichend vertrauenswürdige Quelle zum Download gefunden. Also wahrscheinlich kann man den ordentlich runterladen, auch da, wo ich war, aber ja, ich bin da besonders vorsichtig, was die Quellen zum Runterladen angeht. Und darum habe ich das einfach mal lieber gelassen. Ich habe auch keinerlei Infos darüber gefunden, ob die das jetzt schon abgedatet haben nach dem Hunde und Katzen und so. Und ich denke mir, wenn die so eine Info nicht schreiben, dann ist es vielleicht eher nicht aktuell und dann lasse ich lieber die Finger davon.
So, du könntest hier noch mal die Teile plündern. Dann kannst du künftig vielleicht mal Sachen verbessern. Und dann schmeißen wir das weg. Ja, darum gibt es hier leider keinen Schnee und es ist immer noch ewiger Sommer. Das hätte ich schon schön gefunden mit Schnee. Aber wenn da nicht mal steht, von wann die aktuelle Version ist und so, keinerlei Hinweis, dann lasse ich das lieber bleiben. Weil ich will mir nicht mein Spiel mit veralteten Mods kaputt machen und so. Warum ist sie denn nicht im Bett? Und überhaupt, warum bist du nicht mal aufs Klo gegangen? Du hättest längst ein bisschen ausgeschlafen sein müssen. Irgendwie ist bei ihr was nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Jetzt werde ich das mal überprüfen. Nicht, dass die mir gleich in Ohnmacht fällt. Nur weil sie die ganze Nacht über so schön gemalt hat. So, und jetzt gehst du mal ins Bett und legst dich dahin und schläfst, bis du munter bist. Ja, leg dich mal hin. Sehr gut. Jetzt schläft sie doppelt, aber das ist in Ordnung. Gucken wir mal, was Christkind so macht. Ah, jetzt. Jetzt können wir hier vielleicht mal die Kekse zelebrieren. So. Christkind, mach mal hier zum Essen rufen. Gut. So. Ja, es gibt Kekse für alle. Nur für Mauns nicht. Ja, hol dir mal Kekse. Zwockel, du könntest mal Mauns beibringen. Er ist schon abgehauen. Na, das ist in Ordnung. Und, schmecken sie gut? Die Nikolauskekse? So, ein paar Gäste sind immerhin gekommen. Und da ist auch unser Nikolaus. Und haha, bei den Keksen kann er natürlich nicht widerstehen. Das ist gut. Okay. Viktor Feng gratuliert zur Freundschaft mit Christkind. Das ist gut. Oh, jetzt muss ich auch Christkind ganz dringend hinlegen. Die schläft fast im Stehen ein. Und vielleicht lege ich mal die Kekse in den Kühlschrank. So. Vielleicht kann man ja heute Abend noch mal eine Runde Kekse anbieten. Oh, und es gibt schon wieder kein Essen mehr im Kühlschrank. Und hier müssen wir mal wieder Federn sammeln. Und da kann ich einen Teller wegschmeißen. Okay, Christkind, wo ist denn dein Bett? Hier vielleicht? Nein. Sie hat offenbar noch keins beansprucht. Dann würde ich sagen, beanspruche mal dieses hier und leg dich mal schlafen. Gut, das kommt vom vielen Nachtdurchmachen. Dann müssen sie tagsüber schlafen. Okay, Zwockel, du hast hier einiges zu tun. Erstmal die Sachen öffnen. Ja, öffne das auch mal. Genau. Und hier öffnen. Sehr gut. Ah, ein Ball. Den können wir einfach in die Spielzeugkiste tun. Wo ist denn die? Da ist die. So, weil die Bälle bringen nicht viel Geld. Und
Den schiebe ich mal da runter. Und jetzt sehen wir, es fehlen noch zwei Federn, bis wir die nächste Skulptur machen können. Und das lohnt sich aber darauf zu warten, denn wenn man die Federn als Skulptur verkauft, kriegt man doppelt so viel dafür, mehr als doppelt so viel, als wenn man die Federn einzeln verkauft. Mach doch noch mal einen Spiegel, Zwockel. Und Elfi. Die kann wohl nicht so recht schlafen heute. Ah, du könntest hier mal ihn wegen Wecken ausschimpfen. Wenn das so weitergeht, dann darf Renny... Ah, das ist gut. Renny hat gelernt, Sims nicht zu wecken. Gut. Und Zwockeln. Aber der muss jetzt hier werkeln. Den lasse ich dann später mal Renny baden. Das ist ja immer noch nicht passiert. Oh. Okay. Die beiden ist ja wieder fertig mit Sammeln. Und findet den Weg nicht nach Hause. Gut, dann schicke ich euch beide mal nach Hause. Ja, Mons ist eingeschlafen. Warum ist Mons denn dahinter gerannt, fragt man sich. Okay. Balin, komm mal wieder nach Hause. Und Zwockel sollte mal Mounts herbeirufen. Und sobald er Zeit hat, hier wieder was aufmachen. Oh, die Badewanne ist aber dreckig geworden. Feli, könntest du die vielleicht mal putzen? Ich glaube, du hast die auch dreckig gemacht. Ich weiß es zwar nicht genau. Nee, sie war da nicht. Wer war denn da? Irgendjemand, der selber sehr sauber ist. Weihnachtsmann, ich hab dich in Verdacht. Aber gut, ess du mal den Keks. Der kann dann vielleicht heute Abend noch mal eine Runde mit Gästen und Keksen machen und so. Ja, und wie sieht's bei Zwockel aus? Ja, er hat auf jeden Fall Federn geöffnet. Hier, mach das auch noch mal auf. Ja, jetzt fehlt noch eine Federsorte. Weil man kann das hier immer ganz gut erkennen, wenn drei Reihen mit Federn voll sind, dann hat man 12 und dann kann man so eine Skulptur machen. Na, stopp, Weihnachtsmann, nein, nicht den Teller abwaschen. Na gut, zu spät. Ja, aber Weihnachtsmann hat Federn. So, Zwockel, mach die Federn mal auf. Okay, war wohl nix. Ah, und jetzt wollte ich, dass Zwockel Renny badet. Ja, und ich denke, das reicht auch schon wieder für diesen Teil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!